Im Grunde kann niemand die Position der Russen in Afghanistan erschüttern. Die Militärhilfe der Sowjets ist die sicherste Garantie ihres dauerhaften Einflusses. Der deutsche Stahlhelm täuscht, denn alles übrige Kriegsgerät stammt aus der Sowjetunion. Und die Ausbildung von Offizieren und Mannschaften liegt in der Hand sowjetischer Berater. Die Armee zeigt sich einmal im Jahr der Öffentlichkeit, am Unabhängigkeitstag Ende August. So war es voriges Jahr. Gezeigt wurden Düsenjäger sowjetischer Bauart, darunter MiG-21, sowie Luftabwehrraketen und schwere Panzer. Man konnte sehen, das Offizierskorps Afghanistans verfügt über alles, was gut und teuer ist. Es steht heute loyal hinter dem Königshaus. Aber sollte sich das einmal ändern und in Zukunft einmal die Tage der Monarchie gezählt sein, so wird Russland auch dann über beste Beziehungen zu dem ausschlaggebenden Machtfaktor im Lande verfügen.